Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Das ist ein Vers aus dem 2. Timotheusbrief, der Wochenspruch für die nun beginnende Woche. Damit ein herzliches Willkommen hier in der St. Georgenkirche. Ich darf diese Begrüßung als erstes tun, eine Ehre, als Gast, stellvertretend für die gastgebende Gemeinde. Ich übergebe gleich an Daniel Dressler, möchte nur noch einmal... Schön, dass Sie, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Heute in einer Woche steht die Bundes- und Landtagswahl an. Und wir müssen uns entscheiden, wen möchte ich wählen? Wo mache ich mein Kreuz? Und es ist nur ein Kreuz erlaubt. Wenn ich jetzt sage, ich finde die alle ganz toll, ich mache überall meine Kreuze, zählt meine Stimme nichts. Ein Kreuz ist erlaubt. Und genauso hat Gott es gemacht. Gott hat ein Kreuz gemacht vor 2000 Jahren und hat das auf einen Hügel in der Nähe von Jerusalem hingestellt, Golgatha. Gott hat Ja gesagt zu uns und er wünscht sich, dass wir Ja zu ihm sagen. 9 Abende liegen hinter uns. Wir hatten Impulsabende, heute der Abschluss, der Impulsgottesdienst. Und diese Woche stand unter dem Thema Sein Kreuz, deine Wahl. Gott hat sein Kreuz gemacht und jetzt liegt es an uns, wie wir uns entscheiden, wo wir unser Kreuz machen. Dazu werden wir einiges in diesem Gottesdienst hören und ich freue mich, es ist schön, dass wir hier zusammen sein können. Zu Beginn noch eine Ansage wegen der Corona-Bestimmungen. Sicherlich haben sich alle registriert. Wer das noch nicht getan hat, möchte ich noch mal darauf hinweisen. Auf den Liedblättern steht drauf, dass eine Maske zu tragen ist während des gesamten Gottesdienstes. Wir haben uns noch mal abgestimmt, es gibt da eine Änderung. Die Maske kann am Platz abgenommen werden. Wenn wir singen, bitte ich, die Masken wieder aufzusetzen. Aber wenn man sitzt am Platz, kann die Maske abgenommen werden. Und zum Singen und dann nachher, wenn der Gottesdienst vorbei ist, die Maske bitte wieder aufsetzen. Jetzt wollen wir gemeinsam das erste Lied singen. Gott ist gegenwärtig. Ein Lied, was sicherlich schon oft in diesen Mauern gesungen wurde und was wir jetzt gemeinsam singen wollen. Es ist die Nummer 1 auf den ausgelegten Liedblättern und ich lade ein, mitzusingen. Gott ist gegenwärtig. Oh,
jetzt können alle Kinder und alle Kindermitarbeiter mal hier nach vorne kommen oder hier so an der Seite euch treffen. Es gibt ein Kinderprogramm in der neuen Kirche und das ist für Kinder ab 3 Jahre gedacht. Wenn jemand von den Eltern sagt, ich würde gerne mitgehen, weil mein Kind so 3, 4 Jahre alt ist und vielleicht noch nicht alleine mitgeht, ist das möglich. Und bevor die Kinder jetzt gleich rübergehen, würde ich noch ein Gebet sprechen, gerne für den Gottesdienst, auch besonders für die Kinder. Für die Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren haben wir von mir aus gesehen rechts in dem Seitenteil eine Decke und ein bisschen Spielzeug. Da können die Kleinen mit den Eltern sich beschäftigen während des Gottesdienstes. Dann lade ich ein, dass wir gemeinsam beten für die Kinder und für diesen Gottesdienst. Und ich denke, dazu können wir aufstehen. Vater im Himmel, es ist schön zu singen und zu wissen, dass du gegenwärtig bist, dass du auch jetzt und hier da bist. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst, wo du im Mittelpunkt stehst. Wir bitten dich für die Kinder, dass du ihnen den Kindergottesdienst segnest. Und auch wenn sie etwas von dir hören und aus deinem Wort, bitten dich, dass sie es verstehen und dass es ihre Herzen verändert. Danke, dass wir wissen, dass du gut bist und dass du da bist. Segne diesen Gottesdienst und segne bitte diese Gemeinschaft. Wir danken dir. Amen. Die Kinder gehen jetzt raus in die neue Kirche und kommen in ungefähr 1 Stunde, werden sie wieder hier sein und werden hier vorne auch zu der Tür dann wieder reinkommen, dass jeder seine Kinder dann auch wieder mit nach Hause nehmen kann. 9 Abende, hatte ich schon gesagt, liegen hinter uns und wir hatten an jedem Abend einen Lebensbericht gehört von Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, die die Wahl getroffen haben und haben gesagt, ich entscheide mich für Jesus Christus. Und das haben wir auch heute wieder und Annette kann schon mal nach vorne kommen. Annette wird uns erzählen, wie sie zu Jesus gefunden hat, wie sie ihre Entscheidung getroffen hat. Ich möchte zuerst, Vater, dir danken. Danke, Vater, dass ich heute Zeugnis für dich, für deine Liebe, für deine Gnade und vor allen Dingen für deine Langmut, dass ich hier heute Zeugnis sein darf, weil langmütig war Gott mit mir. Ich habe ihn 46 Jahre warten lassen und ich habe mich entschieden. Am 16.04.2017 habe ich mein Leben an Jesus Christus gegeben. Und wer mitgerechnet hat, der weiß, wie alt ich bin. Ich bin 50 Jahre alt und ich möchte Ihnen ein paar Stationen aus meinem Leben ohne Gott erzählen und wie die Wende in meinem Leben, nämlich der Herr Jesus, in mein Leben kam und mein Leben komplett verändert hat. Und wenn ich von Jesus erzählen darf, dann höre ich nicht auf zu schwärmen und deswegen hat mir der Gunther heute eine Uhr mitgegeben, weil ich habe nur 5 Minuten Zeit und deswegen fange ich jetzt an. Also meine erste Station im Leben, ich bin hier angekommen auf dieser Erde 1971 in Leipzig, geboren in der ehemaligen DDR und ich hatte eine wunderschöne Kindheit, ich hatte ein sehr behütetes Zuhause, meine Eltern haben mich immer gefördert, haben mich immer unterstützt und das machen sie bis heute, dafür bin ich unendlich dankbar. Aber ich war schon als DDR-Kind werbeverseucht vom Westen und ich habe schon damals geträumt von einem schönen Schokoladenriegel, Lion McIntosh hieß der, da hat so ein Löwe gebrüllt und das gab es aber im Osten nicht, da gab es nur Märchenriegel ohne Schokolade. Und ja, ich hatte einen Plan. Ich wollte so sein wie die Menschen in der Werbung im Westen. Ich wollte reich sein und ich wollte berühmt sein. Das wollte ich werden. Das war mein Traum. Und diesen Traum, habe ich mir gedacht, muss ich verwirklichen und ich kann in diesem Land nicht bleiben, wo man 15 Jahre auf einen Wartburg oder einen Trabant warten muss. Das empfand ich nicht so als attraktiv und so nutzte ich die Chance, damals 89 und bin über Österreich-Ungarn geflüchtet. Mit großen Träumen in die BRD. Ich dachte, jetzt geht's los. Mein Leben, ja, mein Traum, den kann ich jetzt hier im Westen verwirklichen.
Und ganz ehrlich, das war auch so. Ich konnte meinen Traum hier im Westen verwirklichen, weil ich innerlich getrieben war. Ich war angetrieben durch einen Minderwert. Dadurch, dass ich, die jungen Leute von heute kennen diesen Ost-West-Konflikt nicht mehr. Aber in meiner Zeit war das noch so, ich war ein Ossi im Westen. Und dadurch stand ich unter Druck, weil ich wollte den Wessis beweisen, dass auch ein Ossis was erreichen kann, dass der erfolgreich werden kann. Und den Ossis, meinen Freunden, die zu Hause geblieben bin, denen wollte ich beweisen, dass sich meine Flucht gelohnt hat, dass ich im Westen, dass ich es geschafft habe. Und wissen Sie was, ich habe angefangen zu arbeiten. Und zwar überdurchschnittlich. Und ich habe ganz, ganz viel erreicht. Wenn Sie meinen Namen googeln heute im Web, im Internet, da werden Sie viel von mir finden. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe mehrere DVDs auf dem Markt. Ich habe mit einer Freundin zusammen ein eigenes Fitnesstraining konzipiert. Ich habe sehr, sehr viel Erfolg erlebt in meinem Leben. Nur eins hatte ich nie. Ich hatte keine Ruhe, ich hatte keinen Frieden und ich hatte keine Liebe. Denn so viel Erfolg ich auch hatte und ich konnte mir alles leisten, ich bin in vielen Ländern der Welt gewesen, ich bin rumgereist, mein Klamottenschrank war 4 Meter lang, ich war im Überfluss. Und trotzdem war ich traurig, müde und leer, weil das, was ich gesucht habe, das, was jeder Mensch sucht, Anerkennung und Liebe, habe ich nicht gefunden. Meine Ehe, 1993 habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt, einen Bodybuilder, mit dem habe ich den Fitnesswahn ausgelebt. Durch meine Minderwertigkeit konnte mir keiner genügend Liebe geben. Und so sind alle meine persönlichen Beziehungen immer zum Scheitern verurteilt gewesen. Und das, was ich mir am meisten in meinem Leben gewünscht habe, nämlich geliebt zu werden, wirklich angenommen zu werden, so wie ich bin, das habe ich nie erreicht. Und ich dachte immer, wenn ich noch mehr bewege und wenn ich noch bekannter wäre und wenn ich erst im Fernsehen bin, dann wird mich doch einer lieben, dann wird mich doch einer so mögen, wie ich bin. Und wissen Sie was? Es ist nicht eingetreten. Ich war berühmt, ich sah gar nicht so schlecht aus. Und ich habe trotzdem keinen gefunden, der mir das geben konnte, was ich gesucht habe. Im Gegenteil, ich wurde oft von den Männern wie eine zweite Geige behandelt. Und von den Menschen, von denen man am meisten erhofft hat, geliebt zu werden, von denen bin ich am schlimmsten enttäuscht worden. Und als ich dann mit 46 Jahren, mit einem sehr traurigen Herzen und ich konnte noch nicht beten, weil ich Gott nicht kannte. Ich kannte bis ich zu meinem 18. Lebensjahr nicht mal den Namen Jesus. Ich habe das nur aus einem Lied gekannt, was Depeche Mode gesungen hat, Personal Jesus. Ja, aber ich hatte keinen Bezug. Und durch meinen extremen Leistungsanspruch, den ich an mich gelegt habe, bin ich auch sehr krank geworden. Bin durch diese Krankheit alternativ mit der traditionell chinesischen Medizin geheilt worden. Und die haben mir erklärt, dass mein Leben so schlecht verlaufen ist, weil ich keine Selbstliebe habe. Ich habe mich selbst nicht genug geliebt und ich müsste die Balance zwischen Yin und Yang, wer kennt denn dieses Zeichen, schwarz und weiß, die Balance zwischen weiblich und männlich, die stimmt bei mir nicht. Ich war viel zu männlich und habe mich nicht der weiblichen Energie der Ruhe hingegeben. Und jetzt habe ich verzweifelt versucht, meine Liebe zu mir selber zu verbessern. Und da bin ich in die Esoterik eingesunken. Ich habe Hypnose gemacht. Ich hatte einen Guru in der Schweiz, der mir beibringen soll, wie man sich selber liebt, weil wenn ich mich selber genug liebe, dann würde mich vielleicht auch jemand anders lieben. Das war meine Idee und das war mein Kampf. Und dann begann eine wilde Reise durch alle, und glauben Sie mir, ich habe alles probiert, ich habe Licht und Liebe in mein Herz meditiert, ich habe neurolinguistisches Programmieren gelernt, weil ich dachte, ich bin schlecht programmiert, das mit der Liebe haut nicht hin, weil ich mich nicht genügend liebe und dadurch kann mich auch kein anderer lieben. Und wissen Sie was, von dieser großen Lüge, mit denen viele, viele Menschen zu kämpfen haben, dass sie nicht genug sind, mit der habe ich gekämpft und mein Herz war verzweifelt und ich habe gerufen, Gott, wenn es dich gibt, ich wollte doch nur die wahre Liebe im Leben finden. Und wissen Sie was? Gott hat mein Rufen erhört.
Er hat mir seinen Sohn Jesus Christus geschickt, in einer Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe die Geschichte in einem Video gesehen, das war kein Zufall, und ich habe angefangen zu weinen, weil ich wusste, Gott redet von mir. Und dann habe ich begonnen, in der Bibel nachzulesen. Und mir haben so viele Menschen so viel versprochen, angefangen von der großen Liebe bis zur Hochzeit. Sie haben es nie gehalten. Und wissen Sie was? Jesus Christus ist anders. Hat jedes seiner Versprechen gehalten. Und ich habe ihm in seinem Wort geglaubt. Gott ist die Liebe. Und ohne Gottes Liebe wäre von uns keiner fähig zu lieben. Und wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und als ich das verstanden habe, habe ich gewusst, ich habe die ganze Zeit nach Gott gesucht. Und in Jesus Christus hat uns Gott einen menschgewordenen Sohn Gottes gesendet, der es ermöglicht hat, zu dieser großen Liebe zurückzukehren. Weil ich wusste, ich habe meine Ehe versemmelt, ich wäre mit einem hohen Bogen aus dem Himmelreich geflogen. Ich war sündige Natur, ich habe viele Fehler gemacht, ich war erfolgssüchtig, hatte viele Süchte und ich wusste, all das hat Jesus für mich am Kreuz auf Golgatha auf sich genommen, damit mein Weg frei geworden ist zum Vater, zur Liebe. Und als das passiert ist, gab es kein Zurück mehr. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich habe das nie bereut. Ich gehe seit 4 Jahren mit Jesus Christus und mir ist noch nie so viel Annahme, so viel Liebe zuteil geworden, seitdem ich als Kind Gottes wieder an seiner Hand gehen darf. Und ich wünsche mir, dass diese Wahl noch viele, viele Menschen hier treffen, weil ich weiß, dass viele auf der Suche nach Liebe mit ihren kaputten und versteinerten Herzen danach suchen. Und sie suchen so oft wie ich an falschen Stellen. Und ich hoffe, dass mein Zeugnis heute hier für die Liebe Gottes viele Menschenherzen berührt, dass sie nachdenken über den einzigen Weg, den Jesus sagt von sich selber. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich habe Jesu Worten Glauben geschenkt und ich bin nicht enttäuscht worden. Es war die beste Wahl meines Lebens. Und ich kann nur sagen, wählen Sie weise. Denn wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5,12. Und damit möchte ich schließen. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank den Musikern und vielen Dank, Annette, für diese persönlichen Worte und für dieses Bezeugen, was du mit Jesus erlebt hast. Um die Wahrheit herauszufinden, ist es ein probates Mittel, verschiedene Menschen zu fragen und Zeugen zu befragen, wie hast du das erlebt, wie hast du das erlebt? Und wie Annette das heute erlebt hat, haben wir gehört. An dieser Stelle auch schon mal der Hinweis, wer Fragen dazu hat, kann gerne mit Annette sprechen, mit allen, die so ein Namensschild haben, wie ich hier vorne mit so einem Punkt drauf. Besteht nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, seine Fragen loszuwerden. Bevor wir gleich den Predigttext hören von Siegfried, möchte ich unseren Prediger heute kurz vorstellen, Markus Wesch. Markus ist als Autor und als Redner unterwegs in ganz Deutschland zu Vorträgen. Er schreibt verschiedene Bücher, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Wer mehr über ihn erfahren möchte, kann gerne nachher hier nach vorne kommen, mit ihm ins Gespräch kommen. Oder ihr schaut oder sie schauen auf die Internetseite Impulse für dich. Da ist auch eine ausführliche Vita von Markus drauf. Da könnt ihr nachlesen, was Markus sonst noch so macht. Jetzt hören wir den Predigttext, Matthäus Evangelium 27, die Verse 1 und 2 und Vers 11 bis Vers 26. Zunächst möchte ich dem lebendigen Sohn Gottes, Jesus Christus, danken, dass wir uns hier heute versammeln können. Mein Name ist Siegfried Valentin. Ich möchte auch der gastgebenden Gemeinde St. Marien-Georgen danken, Pastor Markert, dass wir hier sein dürfen. Und danke auch an die Stadtverwaltung, dass wir die Bühne und das Licht von der gestrigen Veranstaltung nutzen dürfen. Gestern durften meine Frau und ich hier ein wunderbares Konzert erleben. Daher auch danke an die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, die Intendantin Ursula Haselböck, die gestern hier das Abschlusskonzert des Festspielsommers 2021 durchführten mit der NDR Elbphilharmonie. Wir dürfen die Stühle nutzen, die sie für ihr Konzert haben aufstellen lassen. Das ist für uns sehr hilfreich gewesen und daher an dieser Stelle noch einmal danke. Matthäus 27 hören wir Verse 1 bis 2 und 11 bis 26. Wer kann, möge gerne aufstehen. Früh am nächsten Morgen versammelten sich die obersten Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes noch einmal. Sie berieten, wie sie die römische Regierung dazu bringen konnten, Jesus zum Tode zu verurteilen. Sie fesselten ihn und brachten ihn zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Nun stand Jesus vor Pilatus, dem römischen Statthalter. Bist du der König der Juden? Fragte dieser ihn. Jesus antwortete: Ja, es ist, wie du sagst. Doch als die obersten Priester und die Ältesten ihre Anklagen vorbrachten, schwieg Jesus. Hörst du nicht die Anschuldigung gegen dich? Fragte Pilatus. Doch sehr zum Erstaunen des Statthalters sagte Jesus nichts. Es war Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr anlässlich des Passafestes einen Gefangenen freiließ, den das Volk bestimmen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher namens Barabbas im Gefängnis. Als die Menge sich an diesem Morgen vor dem Haus von Pilatus versammelt hatte, fragte er sie: Welchen soll ich für euch freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Denn er wusste sehr wohl, dass sie Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Während Pilatus auf dem Richterstuhl sah, schickte ihm seine Frau eine Nachricht.
Lass diesen unschuldigen Mann in Ruhe. Ich hatte letzte Nacht seinetwegen einen schrecklichen Traum. In der Zwischenzeit hatten die obersten Priester und die Ältesten das Volk aufgehetzt. Es sollte die Freilassung von Barabbas und die Hinrichtung von Jesus fordern. Als der Statthalter noch einmal fragte, wen von diesen beiden soll ich freilassen? Rief die Menge, Barabbas. Aber wenn ich Barabbas freilasse, sagte Pilatus, was soll ich dann mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Und alle schrien, kreuzige ihn. Warum? Wollte Pilatus wissen. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn! Pilatus sah, dass er so nicht weiterkam und dass sich ein Tumult anbahnte. Da ließ er sich eine Schüssel mit Wasser bringen und wusch sich vor den Augen der Menge die Hände mit den Worten, ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes. Die Verantwortung liegt bei euch. Und die Menge schrie zurück, wir übernehmen die Verantwortung für seinen Tod, wir und unsere Kinder. Also ließ Pilatus Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen und lieferte ihn dann den römischen Soldaten aus, die ihn kreuzigten sollten. Ich durfte mich die vergangenen 10 Tage in Wismar aufhalten und ich verstehe jeden, der diese wunderschöne Stadt zu seiner Wahlheimat gemacht hat. Habe manche kennengelernt, die nicht hier geboren worden sind, aber sich für Wismar entschieden haben. Wir haben von einer Wahl gehört am Anfang, die am nächsten Sonntag stattfinden wird. Doch alle diese verschiedenen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, sind keine endgültigen Entscheidungen. So eine Bundestagswahl, die legt die Regierung für die nächsten 4 Jahre fest. Wenn man sich für eine Wahlheimat entscheidet, dann ist auch das nicht endgültig, weil die Bibel sagt uns, wir haben hier keine bleibende Stadt. Aber eine zukünftige, die suchen wir. Annette hat von einer Entscheidung gesprochen, von einer Wahl, die sie endgültig getroffen hat. Zurückliegend auch nur diese 4 Jahre, aber ich glaube, es wird dennoch eine weitreichende Auswirkung haben in deinem Leben und für jeden, der diese Entscheidung trifft. Nun, vielen Dank dem Siegfried Valentin für die Textlese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27. Hier haben wir gehört von den Bonzen des jüdischen Staatsapparates, die es nicht ertragen konnten, dass Jesus bei der Bevölkerung beliebter war, als sie es waren. Wenn diese vornehmen Leute auf der Straße erschienen, da schrie niemand Hurra, da war niemand, der ihnen Respekt gezollt hätte. Aber als vor ein paar Tagen dieser dahergelaufene Wanderprediger aus der Provinz mit seinen 12 Freunden kam, wo er in der Stadt Jerusalem einzog, da haben sie Spalier gestanden, da haben die Massen gejubelt und sie haben ihn als den neuen King gefeiert. Das ging den Herren vom Hohen Rat gegen den Strich und unter demselben waren sie sich einig, der Mann muss aus dem Verkehr gezogen werden. Die waren eifersüchtig. Da haben sie ihn verhaftet. Aus Neid. Das konnten sie jetzt natürlich nicht offiziell als Grund angeben. Da musste ein Vorwand gefunden werden und den findet man immer, wenn man will. Wenn die einflussreichen geistlichen Führer wollten, dass die Leute bei ihrem Erscheinen jubelten, dann mussten sie Jubler bestellen und bezahlen. Und wenn sie wollten, dass falsche Zeugen vor Gericht aussagten, dann mussten sie solche Lügner bestellen und bezahlen. Wir lesen im 26. Kapitel, es traten viele falsche Zeugen auf. Die waren instrumentalisiert worden.
Und die Geschichten, die sie vorbringen, sind abenteuerlich, sind ungeheuerlich. Er hat einen Anschlag auf unseren Tempel geplant. Jesus hätte die Vorwürfe rhetorisch einwandfrei entkräften können, aber er tat's nicht. Als der hohe Priester, der die Verhandlung führt, merkt, dass sich Jesus nicht aus der Ruhe bringen lässt, da verliert er die Fassung. Der Mann kann vor lauter Nervosität nicht mehr stillsitzen, springt von seinem Richterstuhl auf und brüllt Jesus an: Antwortest du nichts? Jesus ruht aus und schweigt. Der hohe Priester rastet aus und schreit: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt ist es raus. Jetzt hat er sich verplappert. Jetzt geht's nicht mehr um irgendwelche unsinnigen Lügengeschichten. Jetzt sind wir beim eigentlichen Thema. Jetzt hat er die entscheidende Frage ausgesprochen. Denn das ist die Frage, um die sich alles dreht. Dieser Prozess hier und die ganze Weltgeschichte. Auch die Geschichte ihres, deines und meines Lebens. Ist es wahr, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist? Davon hängt alles ab in unserem Leben. Wenn er der ist, der die Bibel behauptet zu sein, dann müssen wir das wissen und dann müssen wir auf ihn hören. Wenn das nicht ist, dann wäre das Christentum Götzendienst. Dann wäre da einer neben Gott aufgestanden, der Ansprüche erhebt, die ihm nicht zugestanden hätten. Aber wenn Jesus der Sohn Gottes ist, wenn er tatsächlich für dich gestorben ist an diesem Kreuz, sein Leben für dich als Preis bezahlt hat, deine Sünde am Kreuz getragen hat, dass er der ist, der auferstanden ist vom Tod, dann soll er die Mitte auch in deinem Leben werden. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, das hat er während seiner 33 Jahre oft zum Ausdruck gebracht. Er hat zum Beispiel Titel des alttestamentlichen Gottes der Juden für sich in Anspruch genommen, wenn er sagt: Ich bin der gute Hirte. Welcher Mensch kann denn so etwas sagen, der Hirte über andere Menschen zu sein? Wenn er auch sagt, dass er der Richter aller Menschen sei, wer kann denn als Normalsterblicher so etwas von sich behaupten, der Richter über alle Menschen zu sein? Und genauso hat er die Privilegien Gottes für sich in Anspruch genommen. Einem Gelähmten sagte Jesus: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und für die anwesenden Juden war das ein Skandal. Was maß der sich an, anderen so ihre Vergebung von Schuld zuzusprechen? Was maß er sich diese Gotteslästerung an? Kein Mensch kann Schuld vergeben. Und das muss man den Herren lassen, dass sie das durchblickt haben. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Damit haben sie recht. Und damit hat Jesus die Rolle des Lehrers und die Rolle auch des Heilers, die man ihm zugebilligt hatte, gesprengt. Jesus handelt in letzter Autorität. Er beansprucht, der geoffenbarte Gott zu sein. Jesus ist Gott. Glaubst du das? Es ist nun natürlich eine Sache, für sich selbst Göttlichkeit zu beanspruchen. Eine ganz andere ist es, monotheistische Juden davon zu überzeugen. Seine Jünger glaubten an ihn. Und das waren ja 12 junge Männer, die ihn sehr gut kannten, die 3 Jahre lang Tag und Nacht mit ihm verbracht hatten. Wenn einer wie ich hier mal für 30 Minuten vorne stehe, da könnte mancher sagen, klingt überzeugend, oder natürlich haben auch manche so ihre Zweifel.
aber da könnte man als Redner vielleicht Eindruck auf Leute machen. Aber wenn man mich dann so in meinem Privatleben kennenlernt, wenn man mal mit mir wie meine Gastgeber übernachtet und lange ausführliche Gespräche führt, da merkt man dann, was mich betrifft, sehr schnell, dass ich auch manchmal Blödsinn rede und dass ich alles andere als vollkommen bin. Die Jünger hatten 3 Jahre lang ständig Zeit mit Jesus verbracht. Und genau diese, die ihn so gut kennengelernt hatten, waren davon überzeugt, dass er der Sohn Gottes ist. So nennen sie ihn, wie es die Evangelien berichten, oder auch später in ihren Briefen, die uns im Neuen Testament enthalten sind. Jesus, der Sohn Gottes. Wir haben uns dieser Tage mit einigen Wundern beschäftigt, die Jesus getan hat. Und wir haben festgestellt, dass Jesus nie einer Krankheit begegnet ist, die er nicht hätte heilen können. Keinem Geburtsfehler, den er nicht hätte rückgängig machen können. Und auch keinem Dämonen, den er nicht hätte austreiben können. Was ihm allerdings begegnet ist, das sind Skeptiker, die er nicht überzeugen konnte. Und Sünder, die sich nicht bekehren ließen. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Die Frage, die gerade dem hochroten Ballon des Hohen Priesters entschlüpft war, schwebt im Raum. Zu den erfundenen Vorwürfen der falschen Zeugen, da hat Jesus geschwiegen. Aber zu dieser Frage, die über dein und mein Schicksal entscheidet, schweigt er nicht. Jesus antwortet, ja. Erleichterung am Hohen Gerichtshof, das ist eine Aussage, aus der man diesem Mann einen Strick drehen kann. Denn das ist Blasphemie und darauf steht die Todesstrafe. Zur Vollstreckung sind die Juden aber nicht berechtigt, das darf nur die Besatzungsmacht und darum muss der römische Gouverneur eingeschaltet werden. Also wird Jesus, nachdem man ihn zunächst einmal angespuckt hatte, geschlagen und man sich über ihn lustig gemacht hatte, gebunden an den Statthalter Pontius Pilatus überstellt. Der aber kann mit Jesus nichts anfangen, denn zu den Anklagen der Juden sagt er nichts. Und was er sonst sagt, kapiert Pilatus nicht. Das Einzige, was er blickt, ist, dass ihn die Juden aus Neid überliefert hatten. Ansonsten weiß er nicht, was hier gespielt wird. Der dicke Statthalter hofft, dass Jesus aufgrund der dünnen Beweislage von der Gnade der Passafestamnestie profitieren kann. Eine Weile ist er bemüht zu vermitteln, mal rennt er vors Haus, verhandelt mit den Juden, dann rennt er wieder rein, redet mit Jesus und dabei wird ihm immer klarer, dieser Mann ist absolut unschuldig. Pilatus selbst als Richter ist unparteiisch, das erwartet man von einem Richter. Und seine neutrale Überzeugung ist, Kapitel 23, Vers 4, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und in Vers 14 wiederholt er das und gibt auch das Ergebnis eines zweiten Gutachtens bekannt, aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Trotz permanenter Überwachung und ständiger Beobachtung konnte niemand dem Sohn Gottes irgendein Vergehen, irgendeine Sünde vorhalten. Sünde ist nicht in ihm, hat Johannes über ihn geschrieben in seinem ersten Brief oder Petrus in seinem ersten Brief. Er, der keine Sünde getan hat. Die, die ihn kannten, sie waren davon fest überzeugt. Thomas, einer der Jünger von Jesus, nannte ihn mein Herr und mein Gott. Mitten in der Verhandlung gibt es auf einmal eine Unterbrechung. Ein Bote muss sofort mit Pilatus reden. Wer schickt ihn? Nun, es stellt sich heraus, der Bote kommt von der einzigen Person neben dem Kaiser, vor der Pilatus Angst hat, von seiner Frau nämlich.
Und die lässt ihm ausrichten, lass die Hände von diesem unschuldigen Mann, seinetwegen hatte ich letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Pilatus ist entschlossen, Jesus zu retten, ohne zu ahnen, dass es gar nicht um die Rettung von Jesus geht in diesem Prozess, sondern um seine eigene Errettung und um deine und meine Errettung. Der Name Jesus bedeutet, Gott wird retten. Das ist seine Mission gewesen, deshalb kam er in diese Welt. Die Gegner von Jesus, die führenden Priester und Ratsherren, haben die Pause geschickt ausgenutzt, sind in der Volksmenge herumgelaufen und haben den Leuten eingeimpft, ihr müsst für Barabbas die Freilassung und für Jesus die Todesstrafe verlangen. Wie leicht lassen sich Menschen beeinflussen. Hunderte stehen vor dem Palast des Pilatus, die Hälse reckend gespannt, was passiert. Und dann, all diese Leute, die bisher Zuschauer waren, müssen jetzt mitmachen. Sie sind, ob sie es wollen oder nicht, beteiligt. Pilatus hat sie zu einer Abstimmung aufgerufen. Jesus oder Barabbas? Ihr habt die Wahl. Und das Volk entscheidet gegen Jesus. 3 Jahre lang hat Jesus unter ihnen gelebt. Und als sie gehört haben, dass er Kranke heilt und dass er Brot vermehrt, da laufen ihm die Scharen hinterher. Aber als er eine deutliche Rede hielt, da liefen sie ihm in eben solchen Scharen wieder weg. Aber das alles sind ja keine wirklichen Entscheidungen gewesen, ob ich mal hingehe, wo er redet, oder ob ich zu Hause bleibe. Wie ein Evangelist steht Pilatus hier vor den Leuten und fordert, entscheidet euch endgültig, entscheidet euch für oder gegen Jesus. Und seine nächste Frage macht irgendwie deutlich, wie hilflos Pilatus in Wirklichkeit ist. Er fragt die Masse, aber die Antwort kann er ja eigentlich nur ganz alleine geben als Richter. Es ist die Frage, vor der jeder Mensch für sich selber steht und die auch Sie, die Sie heute Morgen zuhören, für sich selber beantworten müssen. Es ist die wichtigste Frage deines und ihres Lebens. Pilatus fragt in Vers 22, was soll ich denn mit Jesus tun? Das haben wir das Thema von heute Morgen genannt, Entscheidung, was mit Jesus machen. Pilatus fragt, was soll ich denn mit Jesus tun, wenn ihr sagt, Barabbas soll freigelassen werden, was soll denn mit ihm geschehen, was machen wir mit Jesus? Das ist eine Frage, die in der Bibel steht, weil wir sie auch heute durchdenken sollen. Was mache ich mit Jesus? Und es gibt ja Entscheidungen, denen wir nicht ausweichen können, für oder gegen, da gibt es nichts Drittes irgendwie dazwischen, ja oder nein. Und Annette hat uns davon erzählt, wie sie ein klares Ja für Jesus gefunden hat, weil sie dort Liebe, dort Annahme gefunden hat, die in der Welt nirgendwo anders zu finden war. Bei einem Jugendgottesdienst kam die Mitarbeiterin einer Flüchtlingseinrichtung und sagte, hier ist ein junger Mann aus Syrien, der möchte sich nach dem Gottesdienst bekehren. Sein 13-jähriger Bruder war in Syrien im Krieg umgekommen. Und dieser junge Mann, er hat den Unterschied festgestellt, dass so viel Gewalt und so viel Zerstörung herrschte, da wo er herkam und auch von einer bestimmten Religion ausgelöst worden war. Im Christentum, da hat er Liebe, da hat er Akzeptanz kennengelernt. War schon ein paar Mal bei unseren Jugendgottesdiensten gewesen, hat da eine arabische Bibel bekommen, einen Jesusfilm gesehen. Und einer der ersten Sätze in Deutsch seiner Betreuerin gegenüber war, ich will Jesus in meinem Herzen haben. Dann rief er seinen Vater in Syrien an, ich will Christ werden. Und der Vater war entsetzt über diesen Entschluss. Bei einem weiteren Telefonat sagte dieser junge Mann, wenn du jetzt nicht mehr mit mir reden willst, dann muss ich deine Entscheidung akzeptieren, aber auch meine Entscheidung steht fest. Einer wieder einer
der sich für Jesus entschieden hat, trotz Widerstand. Als Pilatus am Morgen dieses ersten Karfreitags aufwacht, ahnt er ja nicht, dass er an diesem Tag vor die größte Entscheidung seines Lebens gestellt werden würde. Er denkt, es geht in eine ganz normale Gerichtsverhandlung. Dabei hat er ein Urteil zu fällen, das über das Schicksal der ganzen Menschheit entscheidend wird. Und als Sie heute Morgen aufgestanden sind, da haben Sie auch nicht geahnt, dass es an diesem Tag um die größte Entscheidung Ihres Lebens geht, oder? Vielleicht haben Sie gedacht, es geht zu einem ganz normalen Gottesdienst, wie Sie schon oft Gottesdienste besucht haben, aber es geht hier bei diesem Text, es geht bei Jesus, wenn wir von ihm, dem Herrn des Hauses, eines Gotteshauses reden, da geht es um eine Entscheidung. Die gleiche Entscheidung, vor der Pilatus damals stand. Was machst du mit Jesus? Und auf diese Frage, was soll ich denn mit Jesus tun, da schreien alle, er werde gekreuzigt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Film Die Passion Christi gesehen hat. Vielleicht haben Sie einen Eindruck gehabt, der blutverschmierte Körper von Christi sei ein bisschen übertrieben dargestellt gewesen. Das glaube ich nicht. Wenn man sich vor Augen hält, was eine Geißelung unter den Römern damals bedeutet hat, ich glaube nicht, dass das übertrieben dargestellt war. Pilatus ließ Jesus so zurichten in der Hoffnung, dass, wenn sie ihn so sehen, das Volk Mitleid empfinden würde. Sein Plan war, ich will ihn geißeln und gehen lassen. Also ein Wink des Pilatus und die Soldaten führen ihn dem Publikum vor. Er, der die Welt schuf, wirkt wie eine Marionette in der Hand eines zweitklassigen römischen Provinzgouverneurs. Und da steht er auf einer Art Tribüne, vielleicht ähnlich wie hier auf dem Vorplatz vor dem Herodespalast. Und wie er aussieht, knapp berichtet der Evangelist Johannes, Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid. Eine Spottfigur betritt die Bühne. Die Gottheit, die Herrlichkeit, Welten sind sie entfernt. Dornen stecken in seiner Stirn und der Purpur bedeckt gnädig die Striemen und das aufgerissene Fleisch seines Körpers. Pilatus stellt Jesus der gaffenden Menge offiziell vor, siehe der Mensch. Will sagen, das ist doch kein König, den Rom fürchten muss. Diese arme Kreatur gefährdet doch niemanden. Lassen wir ihn nach einer empfindlichen Prügelstrafe laufen. Wir dürften ihm jeden Hochmut ausgetrieben haben, wenn er denn welchen hatte. Siehe der Mensch. Das hat irgendwie einen verächtlichen Unterton. Nein, will Pilatus sagen, der kommt als politischer Verbrecher nicht in Frage. Werden die Anwesenden jetzt mitleidig, nachdenklich, umgestimmt? Nein, im Gegenteil. Als ihn nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn! Mit dieser aufgehetzten Menge hatte es keinen Sinn zu diskutieren. Als das Getöse immer lauter wird und gar keine Verständigung mehr möglich ist, da greift Pilatus zur Zeichensprache. Er nahm Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Das ist nun ein Satz, den kein Mensch sagen kann, ich bin schuldlos. Jeder Mensch hat Schuld. Alle sind schuldig, so können wir das in Psalm 14 etwa nachlesen. Und meine Erfahrung bestätigt das, was mein Leben betrifft und das Leben aller Menschen, die ich kennengelernt habe. Es gibt niemanden ohne Schuld. Wie kann hier einer stehen und sagen, ich bin schuldlos? Es sei denn, jemand hat begriffen, worum es hier geht. Jemand bekennt seine Schuld und ändert diesen Satz zu einem Bekenntnis und sagt, ich bin schuldlos durch das Blut dieses Gerechten. Pilatus hat gesagt, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Ich bekenne, ich bin schuldlos durch das Blut dieses Gerechten. So wie Annette das bezeugt hat, dass die Sünde vergeben worden ist, diese Sucht vergeben worden ist nach Anerkennung, dass wir meinen, etwas zu sein.
Mich macht ein solches Gotteshaus demütig. Mich macht noch viel demütiger die Tatsache, dass Jesus Christus sein Leben für mich gegeben hat, damit mir meine Schuld und Sünde vergeben werden kann. Ja, sein Blut floss, damit meine Sünde abgewaschen werden kann. Ich ein neuer Mensch werden kann, aufrecht durch dieses Leben gehen kann. Ja, ich bin schuldlos, weil Gott mir vergeben hat. Ich darf einmal gerecht vor Gott erscheinen, weil mein Gericht vor 2000 Jahren auf diesem Hügel vor Jerusalem am Kreuz ausgetragen worden ist von ihm, von Jesus. Nun, jetzt hat man den Eindruck, das Problem Jesus ist aus der Welt geschafft. Pilatus gibt nach, nehmt ihr ihn, kreuzigt ihn. Das lassen sie sich nicht zweimal sagen. Am selben Tag noch hängt Jesus mit beiden Händen an den Querbalken seines Kreuzes angenagelt zwischen Himmel und Erde. Sein Kreuz. In so vielen Kirchen hängt dieses Kreuz, manchmal der Gekreuzigte, dargestellt. Das ist das Zentrum der biblischen Theologie. Darum dreht sich alles, um dieses Kreuz. Das Kreuz ist für die, die verloren gehen, eine Torheit. Aber für uns, die wir errettet sind, ist es Gottes Kraft. Darin zeigt sich die Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium, diese gute Nachricht. Es kann alles neu werden. Er macht in meinem Leben alles neu und mich zu einem Kind Gottes. Ich komme zum Schluss. Die Passionsgeschichte erzählt von dem ungeheuren, undenkbaren Vorgang, dass der Sohn Gottes, der Weltenrichter, zum Gerichteten wird. Sie berichtet von dem wunderbaren Tausch, den Gott vollzieht. Der einzig Unschuldige tritt an den Platz aller Verurteilten, auch an deinen Platz. Und das, was der Hohepriester Jesus abgerungen hat, Sohn Gottes, und Pilatus festgestellt hat, Sohn des Menschen, stimmt beides. Jesus war wahrer Mensch und Jesus war wahrer Gott zugleich. Und als wahrer Mensch steht Jesus ganz nah bei uns und er tritt als Stellvertreter vor Gott und er lässt sein Leben. Jesus will lieber an unserem Platz vor Gott gerichtet werden, statt sich von uns Menschen zu trennen. So sehr liebt er uns. Und auf der anderen Seite zugleich steht Jesus ganz nah bei Gott. Auf seiner Seite lässt sich von Menschen foltern und töten, statt sich vom Vater und seiner Liebe zu trennen. Und so hält Jesus im Sterben beide fest, Gott und Menschen, den Vater und die wild rebellierenden Brüder auf der anderen Seite und schmiedet am Kreuz beide untrennbar zusammen den heiligen, unbegreiflich liebenden Gott und die sündigen, gegen ihren Schöpfer aufbegehrenden Menschen. Das ist die grenzenlose Liebe Gottes, die sich am Kreuz auf Golgatha zeigt. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Sohn des Menschen und er kommt auch dir ganz nah an diesem Tag, wenn du denn seine Hand ergreifst, wenn du ihm Vertrauen schenkst. Ich frage abschließend, was machst du mit Jesus? Und ich möchte den Rat geben, entscheide nicht mit der Mehrheit. Hier entscheidet nicht die Mehrheit. Hier gewinnt nicht der, der die meisten Stimmen bekommt. Die bekommt Jesus nämlich in aller Regel nicht, zumindest mal nicht in unserer Gesellschaft. Da entscheidet nicht die Mehrheit. Es ist deine ganz persönliche Entscheidung. In Jesus hat sich jedenfalls Gott für dich entschieden. Er sagt Ja zu dir, wie bei einer Eheschließung, die sicherlich auch oft hier in diesem Raum vorgenommen worden ist, wird dann aber die andere Seite gefragt, willst du auch? Jesus hat Ja gesagt zu dir, ja, ich will. Gott hat sich für dich entschieden, aber jetzt bist du gefragt. Wie entscheidest du dich? Sagst du, ich will Jesus vertrauen? So wie die Leute damals scharenweise kamen, wieder wegliefen, erlaubt uns Gott lange, die Botschaft von Jesus, das Evangelium zu hören, zu bedenken, wieder zu vergessen, bis plötzlich der Tag der Entscheidung da ist und du an seinem Kreuz stehst und die Wahl hast. Ja oder nein. Musik.
wir zu diesem Jesus und wollen beten. Herr Jesus, du bist einer, der Barmherzigkeit übt und die Schöpfung lebt durch dich. Wir danken dir, dass du gütig bist und wir hoffen immer wieder auf deine Barmherzigkeit und bitten für deine Welt. So bitten wir um Frieden für diese Welt. Hilf denen, die Brücken bauen, die Brot und Medikamente zu den Schwächsten bringen, die unerschrocken am Vertrauen festhalten. Behüte und bewahre die Flüchtlinge auf ihren gefahrvollen Routen, die Verfolgten in Lagern und Gefängnissen, die Frauen und Kinder in Afghanistan und Syrien. Wir hoffen auf deine Barmherzigkeit. Wir bitten um Versöhnung durch dich von Verfeindeten. Hilf denen, die guten Willens sind, die der Gerechtigkeit dienen, die miteinander um die Wahrheit ringen. Erinnere uns an dein Wort und mahne die politisch Verantwortlichen, diejenigen, die Recht sprechen und alle, die sich um ein öffentliches Amt bewerben. Wir hoffen auf deine Barmherzigkeit. Und wir bitten um Heilung für die Kranken, um Kraft für die Pflegenden, um Hilfe für die Flutopfer, um Hoffnung für die Verzweifelten, um Trost für die Trauernden. Wir hoffen auf deine Barmherzigkeit. Und wir bitten für deine Gemeinde in aller Welt, für unsere jüdischen Geschwister unter den Laubhütten, für unseren Ort hier in Wismar, für alle, die zu uns gehören. Auf deine Güte hoffen wir, nach deiner Barmherzigkeit suchen wir und durch deine Liebe leben wir. Du bist das Leben, erhöre uns durch Jesus Christus, der uns beten gelehrt hat. Wollen wir das Vaterunser beten dazu unser Leben? Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Unser Gott ist ein reicher Gott. Wir haben eben gebetet für Menschen, die in Not sind, die Hilfe brauchen. Und wir sind überzeugt davon, dass Gott hilft. Und wir haben gehört in diesem Lebenszeugnis, dass Gottes Liebe auch für jemanden reicht, der völlig ausgetrocknet ist. Und wir haben in der Predigt gehört, dass Gottes Liebe für alle Menschen da ist. Und diese Liebe können wir in Anspruch nehmen. Im Epheserbrief gibt es einen Vers, dass Gott uns gibt nach seinem Reichtum und nicht nur nach dem, was wir brauchen, den Segen, die Gnade, die Barmherzigkeit, sondern Gott gibt uns viel mehr, als wir brauchen, und das dürfen wir gern in Anspruch nehmen. Vielen Dank, Markus, für die Zeit, für den Impuls heute Vormittag, auch für die Tage davor. Wir haben dir noch ein bisschen was zusammengestellt, so ein paar regionale Spezialitäten, die kannst du gerne mit nach Hause nehmen. Es ist auch kein Fisch drin, also muss nicht unbedingt gekühlt werden. Also nochmal danke für die Zeit hier, für die Abende davor. Und wen interessiert, was Markus an den Abenden davor gesagt hat, der kann gern reinschauen. Es gibt diese Webseite Impulse für dich, und das sind die ganzen Abende aufgezeichnet als Videos und können da nachgeschaut werden. Vielen Dank, Markus. Ich danke dir. Vielen Dank, ja. Ein schönes Andenken. Für alle, die wir jetzt gleich nach Hause gehen, gibt es auch noch ein paar Sachen zum Mitnehmen. Zum einen möchten wir jedem von Ihnen so einen Kugelschreiber schenken, um seine Entscheidung festzumachen, um sein Kreuz zu machen, um diese Entscheidung, zu der Markus auch aufgerufen und ermutigt hat, um diese Entscheidung auch zu unterschreiben. Dafür sind diese Kulis da, auch als Erinnerung an diesen Gottesdienst. Am Ausgang stehen da genügend Kugelschreiber bereit, und wer noch keinen hat, kann sich gerne einen mitnehmen. Und wer schon einen hat, darf auch gerne noch einen zweiten Kugelschreiber mitnehmen. Bevor Sie gleich nach Hause gehen, es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, Dinge, die wir anbieten. Zum einen gibt es da einen Büchertisch mit Literatur, sind wir sehr dankbar dafür, dass wir diesen Büchertisch anbieten können. Da können Sie drüber schauen, da gibt es Kalender, da gibt es Bücher auch zu dem Thema über den christlichen Glauben. Können Sie einfach mal drüber schauen, das anschauen und käuflich was erwerben. Am Ausgang gibt es noch einen Büchertisch der Gideon-Arbeit. Die Gideons verteilen Bibeln in der Gesellschaft, in Schulen, in Krankenhäusern, auf der Straße, überall, und da können Sie sich gerne informieren. Da sind Mitarbeiter der Gideons da. Und an diesem Tisch gibt es auch noch kostenlose Literatur, kostenlose Kalender, zum Beispiel den Kalender Leben ist mehr. Da gibt es Impulse für jeden Tag. So ein Gottesdienst, so ein Impulsgottesdienst ist ja schön und gut. Es ist wichtig, dass wir jeden Tag uns mit Gott beschäftigen, und dazu sind diese Kalender und diese kostenlosen Dinge da, dass wir jeden Tag einen Impuls von unserem Herrn auch bekommen können. Auf dieser Seite gibt es noch eine kleine Erfrischung, was zu trinken, etwas Kleines zu knabbern. Leider können wir aufgrund der Corona-Vorschriften keinen Kuchen und Kaffee und Mittagessen anbieten, aber so ein paar kleine Sachen sind da, und da können Sie sich gern bedienen und können auch gerne mit uns ins Gespräch kommen. Vielleicht sind Fragen aufgetaucht während dieses Gottesdienstes. Alle Mitarbeiter, die hier vorne sind, die so ein Namensschild haben, können gern angesprochen werden. Und wir würden uns freuen, wenn wir mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Am Ausgang, der befindet sich dann hier auf der linken Seite, da auch, wo wir reingekommen sind, steht noch die Kollekte, oder wird noch die Kollekte eingesammelt. Die Kollekte wird zu 50% für den Verein Horizont, Licht am Horizont, für die Kinder von Wismar eingesammelt, und die andere Hälfte wird zur Deckung der Unkosten dieses Gottesdienstes genutzt. Als letzte Ansage in diesem Blog noch eine Information. Wer gerne sagen möchte, ich möchte weiter Informationen über den christlichen Glauben, ich möchte mal mit jemandem Bibel lesen oder ich möchte einen Kurs machen über Sinn, Ursprung und Ziel des Lebens. Das bieten wir in der Kanalstraße 18 an, ab kommenden Mittwoch. Oder Sie sprechen uns einfach persönlich an.
wie gesagt, alle, die so ein Schild haben, können da Auskunft geben. Dann wünsche ich von meiner Seite allen einen gesegneten Sonntag. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die hier noch da sind, und wünsche allen einen bewahrten Nachhauseweg. Thank you.